Gibt es halt noch andere Sachen, die man ausprobieren kann, die funktionieren. Und zwar kann man Kamillentee benutzen. Und zwar mischt man dann Kamillentee an mit Wasser und das lässt man dann über die Haare laufen und so 5 Minuten einwirken. Und dann wäscht man das aus. Diesen Vorgang muss man aber tatsächlich ein paar Mal machen und funktioniert am besten bei brünetten Haar, was irgendwie ausgewaschen werden soll. Dann gibt es noch eine Variante, die ist sogar relativ bekannt, und zwar ist sie mit Honig. Und zwar nimmt man Honig und mischt das mit Wasser oder Öl, also Olivenöl. Manche machen das auch mit Conditioner. Man mischt das dann halt, dass der Honig nicht so klebrig ist, und schmiert sich dann in die Haare und muss das halt wirklich erstmal 4 bis 8 Stunden, am besten halt über Nacht, einwirken lassen. Und das soll halt schon Unterschied geben, nur muss man das auch tatsächlich ein paar Mal machen. Das muss man aber mit vielen Sachen ein paar Mal machen. Ich habe ja jetzt diesen Vorgang mit dem Shampoo und so weiter, habe ich ja jetzt 2 Mal gemacht, und ich werde das auch nochmal machen. Ist halt nur die Frage, ob ich das heute nochmal mache. Ja, und dann gibt es noch eine Variation. Ach Gott, meine Haare sind jetzt gerade so weich durch die Kur. Dann gibt es die Möglichkeit, Zimt zu benutzen. Und zwar nimmt man dann Zimt und mischt das mit Conditioner. Und tatsächlich greift es halt gar nicht die Haare an. Das kann man so oft machen, wie man möchte. Man sollte das aber auch dann wirklich über Nacht einwirken lassen. Dann hat es wirkt es am besten. Jo. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, Bier zu nehmen. Und zwar am besten ist Lightbier. Und damit soll man sich einfach nur die Haare waschen.
Also nicht irgendwie rein und einwirken, sondern waschen wie mit Shampoo. Und das dann auch mehrfach. Wie oft weiß ich nicht, aber mehrfach. Nur ich bin kein Bierfan und werde mir kein Bier in die Haare schütten. Dann gibt es halt noch die Möglichkeit, Rhabarber zu benutzen. Und zwar nimmt man den Rhabarber und hackt den klein und man nimmt so eine Vierteltasse und mischt die mit 2 Tassen Wasser. Gut vermengen, halt, dass das dann wirklich ein Saft quasi wird. Und das massiert man auch komplett in die Haare ein. Und das lässt man so 10 Minuten einwirken und dann wäscht man das aus. Nun muss man da ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, denn Rhabarber ist, wenn man es zu viel macht, beziehungsweise zu lange drin lässt, auch schädlich, kann schädlich werden. Ja, und das Beste, was entzieht, ist Zitronensaft. Dann kann man ein Teil Zitrone und 3 Teile Wasser nehmen, das zusammenmischen und dann hat man eine Zitronensaftmischung, die man sich in die Haare macht, komplett. Und damit sollte man sich dann in die Sonne setzen, dass es auch schön warm bleibt. Bei dem Honig sollte man auch darauf achten, dass das warm bleibt, deswegen Handtuch drum, aber über Nacht sollte man das sowieso tun. Und dann lässt man das halt auch so 20 Minuten einwirken und wäscht es dann aus. Nur durch die Säure kann es sein, dass die Haare etwas angegriffen werden. Muss aber nicht. Und es ist immer noch alles besser als blondieren. Dementsprechend einfach mal machen, wenn ihr eigentlich blondieren würdet. Dann habt ihr nicht so Angst vor den ganzen Sachen. Einfach mal ausprobieren. Wie man sieht, meine Haare sind deutlich heller geworden. Die waren schön kräftig. Mein Ansatz muss noch blondiert werden. Weil mein Ansatz ist. Und da gibt es nichts zum Rausziehen. Und ja, ist auf jeden Fall sehr hell geworden. Und das werde ich jetzt weitermachen.